Hallo, mein Name ist Rabea Klatt. Ich bin Heilpraktikerin und Bewegungstherapeutin und heute geht es um das Thema Schulternacken. Da gibt es eine ganz wunderbare Übung, die kannst du im Stehen an der Wand ausführen und natürlich auch im Vierfüßlerstand auf der Matte. Wir machen es heute mal auf der Matte. Komm gerne mal in deinen Vierfüßlerstand. Wenn du magst, in einem rückenschonenden Klappsystem. Also der Rücken bleibt gerade, Bauchnabel wandert Richtung Wirbelsäule, Hüftbeuge, Kniebeuge und dann kommst du hier in den Vierfüßlerstand. Die Zehen sind aufgestellt und da kannst du gerne mal gucken, dass Hüftgelenk und Kniegelenk in einer Linie sind. Und diesmal bringst du deine Arme, Hände auf die Matte und zwar in umgedrehter Position. Also die Vorderseite liegt auf der Matte, die Handflächen gucken dich an. Und dann ist das Ziel nämlich, der Po, der kann so ein bisschen in der Luft hängen oder Richtung Zimmerdecke steigen. Das Ziel ist es, die Hände ganz weit, breit aufzuspreizen. Dann bringst du dein Handgelenk Richtung Matte. Und dann fängst du an, vom kleinen Ring, Mittel, Zeigefinger bis zum Daumen, die Finger auf der Matte aufzulegen. Dann merkst du schon, wow, das ist ziemlich intensiv im Schulter-Nackenbereich, schafft aber Platz hier in deinem Nackenbereich. Genau, halte hier die Spannung oder die Bewegung Richtung Boden bei. Finger wandern wie Handgelenk Richtung Boden. Mit der nächsten Ausatmung entspannen. Wir machen zweimal noch und zwar Handgelenk Richtung Boden. Finger aufspreizen, Finger, Ring, Mittel, Zeigefinger und dann der Daumen wandert Richtung Boden. Halte hier die Position, schieb die Schulter nochmal nach hinten und unten. Halte noch ein bisschen, Gesicht entspannen, Zunge entspannen und loslassen. Perfekt, letztes Mal. Gut auffächern, Handgelenk Richtung Boden, kleiner, Ring, Mittel, Zeige. Und dann wandert der Daumen Richtung Boden. Schiebt die Schulter nach hinten und unten. Legt nach vorne gerichtet. Halte hier die Spannung. Noch ein paar Atemzüge. Noch ein paar Atemzüge. Ganz gerne durch den Mund aus, wenn die Hitze steigt. Und loslassen. Perfekt. Kannst gerne deine Füße hier ablegen auf den Boden. Und hier mal die Hände gleiten lassen Richtung Oberschenkel. Muss die gar nicht anheben. Dann lass die gerne mal für den Moment hier liegen auf deinen Oberschenkeln. Kannst auch gerne im geöffneten Sitz hier nachspüren, wenn das angenehm ist für Knie und Fußgelenk. Genau, dann spür nochmal nach. Vielleicht kribbelt es ja hier in den Unterarmen, in den Fingern bis hin zum Nackenbereich. Nimm das mal wahr. Vielleicht fühlen die sich auch gerade richtig schwer an deine Hände. Und dann kannst du langsam die Augen wieder öffnen. Also eine ganz super Sache, um nochmal hier auch so ein Gefühl von Kraft in Arm und Hand zu spüren. Also gerade auch, wenn man viel am Computer sitzt oder viel schreibt oder überhaupt handwerkliche Tätigkeiten hat, nochmal den Bereich hier insgesamt aufzufächern, zu öffnen, ist eine ganz wunderbare Sache. Und an der Wand ist es auch ganz einfach. Du kommst ins Stehen und machst genau die gleiche Sache. Guck mal, dass Schulter und Ellbogengelenk in einer Linie sind. Und dann legst du die Hände hier auf der oder an der Wand an, bringst hier wieder Handgelenk und dann die einzelnen Finger auffächern und den Daumen Richtung Wand. Schiebst die Schultern nach hinten und unten. Und hast im Grunde die gleiche Übung nochmal im Stehen, wenn dir die Übung unten auf der Matte schwerfällt. Dann viel Vergnügen damit und viel Kraft in Armen und Hände. Tschüss!